Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe Lost in der Offroad-Edition steht an. Und zwar in einer ganz besonderen, nämlich in der Expedition Edition. Das klingt so lustig, aber es ist so. Das haben wir ja beim letzten Mal schon gespielt und das kam richtig gut an und das hat uns auch richtig viel Spaß gemacht. Denn der große Unterschied bei dieser Lost-In-Ausgabe ist, dass wir kein festes Ziel suchen oder zumindest mal kein festes auf der Karte, sondern ein Spieler versteckt sich. Klar, er bewegt sich nicht, also in dem Fall ist es trotzdem ein festes Ziel, aber es ist ein Spieler, den wir suchen, der so immer so kleine Brotkrumen in den Schnee wirft, im wahrsten Sinne des Wortes, und wir müssen versuchen, ihn zu finden. Mit dabei heute haben wir Andy, Flyhigh, Lukas370Z, Mr. El Gringo, Nur24-Stunden-Racer, Stui, Scrax Gaming, Supernoob, Luca, Nicefiber und Farox. Grüßt euch! Hallo! Hallo! Ja, und ihr habt auch schon gesehen, diesmal sind wir nicht mit dem Toyota Arctic Truck unterwegs, sondern diesmal sind wir mit diesem geilen Top Gear Gerät unterwegs, mit dem E350D oder wie der heißt, irgendwie sowas, oder? Ist richtig? Ist korrekt? Ja. Keine Einwände? Ja. Alles klar. Ja, wunderbar. Genau, mit dem sind wir unterwegs. Es wurde auch vorgeschlagen, das war aber auch schon die Idee, das letzte Mal den zu verwenden. Da haben wir dann kurzzeitig es nochmal umgeswitcht. Aber ja, diesmal ist er dran. Stui hat auch hier ein geiles offizielles Design gemacht, was schon ein bisschen eingeschneit hier ist. Mit dem bin ich auch unter anderem unterwegs. Ansonsten, Design war natürlich freigestellt. Tuning war nicht freigestellt. Da fahren wir einfach Stock. Ja, wir wollten mal wirklich richtig schön langsam gediegen mit dem Diesel mal richtig durch den Schnee fahren. So, und jetzt lange genug geschnackt. Ich würde sagen, Stui, du darfst dich dahin begeben, wo du dich hinbegeben möchtest. Und der Rest geht dahin, wo er halt eben hingehen soll. Das haben wir schon mal vor Gang ausgelost. Alter. Und dann gucken wir mal, was Stui sich da Schönes überlegt hat. Hallo. So, da ist der Schnee vom Auto wieder weg. Empfang ist auf jeden Fall gut, aber das brauchen wir auch auf unserer Expedition. Lukas, ich falle hinterher, ne? Hört sich vielversprechend an. Mach das ruhig, aber mach das ruhig. Da wird erstmal gerammelt. Was? Ja, hab ich, okay. Ich darf das. Ja, Stui, ready. Wenn ihr soweit seid? Wenn du bist, ja. Leg los. Ich bin auch soweit. Da, wo ich bin, gibt's in der Regel keinen Empfang. Bitte was? Okay. Ich weiß schon, also ich könnte mir schon denken, wo. Du ja, doch, ich würde Professor. Ja, wobei moderne Sachen könnten da Empfang haben. Also, ist vielleicht das doch nicht ist wiederum modern. Richtig. Ich deswegen möchte bitte eine wissenschaftliche. Weil Stui natürlich schlau ist, hat das einkalkuliert, deswegen kann ich mir schon denken. Ich möchte bitte eine wissenschaftliche Analyse haben, ob die Aussage von Stui korrekt war oder nicht. Ja, das sehen wir dann, wenn wir da sind. Aber also spontan hätte ich eine Idee, aber weil ich ja schon den Einwand hatte, dass moderne Orte einen Empfang haben, ist es eben nicht so ein moderner Ort dieses Ortes. Und deswegen gehe ich jetzt mal hin, wo es vielleicht nicht ganz so modern ist. Dieses ja, aber Ortes. Unsere Antennen auf unseren Orten haben doch überall Empfang. Ja, wir haben Empfang, haben wir schon gesagt, bis zu Radio Mars. Ja, wir können den, wie heißt der, Rover, weiß ich was, auf dem Mars, den können wir empfangen. Wir können schon mal bestätigen, dort ist es rötlicher, aber es ist nicht so weiß dort. Das ist schon wahr. Könnten ja einfach per Nachbearbeitung das Weiß in Rot machen und dann haben wir ja Mars-Expedition, genau. Mit ich habe erst Bäumen jetzt verstanden, was mit Empfang gemeint ist. Ich dachte so. Ja. Das sind ja, also ja, viele, ja, viele nee, haben es auf jeden Fall nein. Doch, was dachtest du? Ich hoffe, ich habe nicht zu kompliziert gedacht. Ja, Empfang wie so, keine Ahnung. Das Problem ist halt, es gibt zwei Orte, die mir spontan einfallen. So müssen beide relativ nah. Ja, wie man, soweit weiß schon so, also irgendwo, wenn halt irgendwo. Ich fahre jetzt erstmal zu dem Näheren, auch wenn das nicht mein. Ich habe dich leider wieder nicht verstanden. Wer kommt denn da hinten? Hä, was? Also, wen willst du denn verstehen? Stui, sei still! Der Tipp reicht. Ort, wo ich bin. Hatte wieder was Dummes zu sagen, Mensch. Ja. Ist es dunkel? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Oh. No shit, Sherlock, würde ich an der Stelle mal einfach sagen. So, ich fahre jetzt erstmal dahin, wo ich denke, dass es da vielleicht ist. Aber es ist nicht meine erste Wahl. Meine erste Wahl ist ungefähr hier. Nur für die Zuschauer, nicht, dass es nachher heißt, das kann ja jeder sagen. Aber dadurch, dass du ihn noch nicht gesagt hast, dass ich in der Nähe bin. Stimmt, du musst ja noch sagen, wenn jemand in der Nähe ist. Genau, also ich habe das schon im Blick.
und würde so. Ja. Ich hab mir so einen Radius. Wo ist einer denn? Verfolgt mich, das finde ich nicht gut. Geh weg, das ist meine Expedition. Mein und, Schatz! Aber wo denn? Mein Schatz. Karte nochmal einhalten, dass ich. Also gut, scheinbar bin ich nicht in der Nähe, schade. Ja, weil ich das wäre. Das wäre nämlich jetzt die eine Variante hier gewesen. Dann fahre also ich zur zweiten Variante. Alle noch weit weg. Das kann man auf jeden Fall sagen. Weit weg. Weit weg. Oh, das mache ich, da habe ich Bock drauf. Ich hätte eine Idee. Oh. Ab durch die Mühle. Was? Mühle? Also würden wir jetzt Horizon 2 spielen, wüsste ich wo. Da ganz im Norden über San Giovanni gab es doch diesen Bunker. Da würde ich da jetzt auch sagen. Oh ist ja. Da. Ja, doch. Unter dieser Burg, ne? Dieser kleinen. Ja. Vielleicht ist du ja unter Wasser, der hat sich zum U-Boot weiter. Cool. Ich hab das schon Blick werden, meiner Nähe ist irgendwie nicht. Also bis hier nicht. Ja, ich glaube, ich weiß wo. Also glaube ich mal nicht, dass es da ist. Ich weiß, wo es sein könnte, aber ich weiß nicht, wo das ist. Nein. Scheinbar ist das auch nicht in der Nähe, wo passt ich bin. So lange, bis ich da hinkomme. Da fährt auch schon eine andere E-Klasse. Also ich bin nicht in der Nähe, also brauche ich da gar nicht erst reinfahren. Aber ich auch. Kann mir halt nicht vorstellen, dass ja, da, wo das ich jetzt hinfahre, die keiner jetzt war bisher. Gut, also... Also ja, gut da wo du warst, waren am Anfang auch schon sehr viele, die sind schon alle weiter. Ja, die halt wahrscheinlich da oben gestartet sind, genau. Halt wahrscheinlich, ja, klar. So. Muss ich kurz überlegen. Dann ist es ja nicht da, warte. Das nächste Event, was es so um mich rum gibt, ist ein Sprung. Ja. Ah, okay. Jetzt weiß ich wo. Ich glaube, ich bin nicht schlecht. Ziemlich sicher weiß ich sogar. Wo. Kann sein, dass ich in der Nähe bin. Diese Aussagen sind immer sehr gefährlich. Ja, nein, auch. Diesmal bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ein Sprung in der Nähe ist, dann kann es einfach nur einer sein. In der Nähe. Also weiß, also war ich doch auf dem richtigen Weg. Ich wusste, dass das Ding. Ja, du bis ich dort bin, sind halt alle. Wenn du das Ding bin. Jetzt muss ich nur diesen scheiß Eingang da finden. Da gibt's keine Eingang. Der Empfang ist schlecht, ist doch, denk mal nach. Und wir haben, wir haben aber Empfang bis zum Mars. Also ist es wohl auf dem Jupiter. Mann. Wir sind schon auf dem Jupiter. Da ist nämlich auch dunkel, wenn die Sonne nicht scheint. Meine Rakete genommen, hab Diesel reingefüllt und dann bin ich weggeflogen. Ah, so, okay, ich das nicht. Hab das nämlich durchschaut. So. Ich hätte mal gesagt, dass du mich siehst. Dementsprechend bist du der offizielle Gewinner. So, ich hab's mir noch gedacht. Man kann jetzt auch sagen, dass Nice Fiber in der Gegend ist. Ja. Also in der Nähe, nicht in der Gegend. Ich sehe euch schon. Also ich bin jetzt richtig großkotzig und mir musst du gar nicht sagen, ob ich in der Nähe bin oder nicht. Ich weiß ganz genau, wo du bist. Oh, ich glaub, jetzt wenn ich jetzt damit den übelsten Fail meines Jahrtausends lege, dann ist es so. Dann das kann man ja dann mal beobachten. Ja. Das Ding ist, der Ort, den ich im Kopf, habe, da bin ich schon durchgefahren und da wurde mir nicht gesagt, dass ich in der Nähe bin. Also ich hab's gerade auch gedacht, ja, verkackt. Ja, ich bin ja. Andi ist jetzt dann auch in der Nähe. Wait, what? Was? Hä? Ich bin jetzt. Sprung ist in der. What the fuck? Also ich habe gerade die einzige für mich logische Ding, aber das war's anscheinend. An dem Ort, an dem ich bin, ist auch ein Gott. Oh, ich kann das jetzt nicht mehr sagen, welches Schild, weil da alle drauf sind. Ein Schild. Wow. Jetzt weiß ich. Wie bin ich denn jetzt in der Nähe? Schilder gibt's auf dieser Map? Ich weiß es, ich bin so weit weg. Ah lol, okay, ja. Jetzt hat es geklickt. Klick, klack. Das ist nur die Frage, wo ist es? So. Wo bin ich? Ah, okay. Warum ist dann jetzt auch in der Nähe? Bös. Verschlag. Ja, wo Schlauch. Ja, ich fahr grad auch alles ab. Ja, das ist doch jetzt eigentlich gar nicht mehr so schwer. Ich muss doch jetzt nur noch hier das finden. Genau das hier. Und dann da. Dann Baum. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu früh querfeld eingefahren, egal. Dann hat man Vorteile, wenn man sich diese Karte gekauft hat am Anfang und sich die Schilder gar nicht ersuchen muss. Super. Und dann hier. Ja, verdammt, ey, wo ist denn die Kacke? Die muss doch hier irgendwo sein. Ja.
Oh, dann, ich hab noch eine Idee. Dann fahr ich also auf eine andere Seite. Adi, schaust du auf die Map, das wird dich wahrscheinlich besser. Dann bleib ich in... Ja, da ist es doch. Nee, doch nicht. Verführt von diesem okay. Sprung. Doch. Wo bist du hin? Das hat mich jetzt gerettet. Ich glaube, Nico ist irgendwie komplett an der falschen Fährte. Abseits von dem Sprung ist auch eine Driftzone in der Nähe. Wo ist der komische Sprung hin? Eine Driftzone, ein Sprung? Da bleibe ich erstmal, wenn du kannst in die Karte gehen, der da steht. Oh Gott, jetzt ist ja noch Schneegestöber mit Nebel. I'm not so sure, aber ich versuch's. Und der Ray hat mit seiner Großkotzigkeit halt auch noch recht behalten, richtig ekelhaft. Oh, jetzt bin ich aber weit. Warum bin ich jetzt beim Strandhaus? Ist überhaupt jemand in der Nähe? Ja, Farox ist auch immer noch in der Nähe. Okay. Ja, jetzt habe ich's. Halleluja. Offensichtlich. Ich habe noch eine Idee. Dass ihr alle, wenn das jetzt nicht klappt, dann bin ich wirklich lost. Ja, eigentlich wollte ich auch von der anderen Seite rein, aber ich bin zu früh irgendwo oder zu spät abgebogen oder was weiß ich und bin dann außen rumgefahren. Einige sind echt noch ein bisschen... Ja, also ich würde sagen, einer ist schon mal richtig auf richtig. Ja, ich würde sagen, es wird mal Zeit für den nächsten Tipp, oder? Wenn ich sehe, wie viele da... Gott, was kann man da noch für einen Tipp geben? Guck mal nach unten. Ja, wir stehen auf Boden. Wir stehen auf dem Boden. Ja, danke. Der ist auch ganz besonders, dieser Boden. Der ist sehr mineralienhaltig. Oh, die nächstgelegene Straße hat ein Wasserloch zu gewissen Jahreszeiten. Oder ist das zu schwierig? Nee, so viele Wasserlöcher gibt's gar nicht. Nee, dann hättest du dich schon sagen müssen, dass ich da war. Spontan fallen mir... Also, nachdem sich jetzt viele gerade in die falsche Richtung bewegen, wir sind auf der östlichen Seite der Karte. Was? Ich weiß ganz genau jetzt, wo ihr seid. Ich bin voll in die falsche Richtung gefahren. 24 Stunden, welcher ist in der Nähe? Ja. Achso, ich muss ja rausgehen, wenn ja. Ich fall gerade hier runter. Also bleib noch ein bisschen drin. Ich weiß, wo ihr seid. Und nur 24 Stunden Racer genau ist in der Nähe. Ja. Wieso, Ray Fox kam noch nach dir an? Achso, stimmt. Schon wieder vergessen. Da hat's einer verstanden. Ja. Überhaupt keine Ahnung. War ja fast. Bin erst komplett woanders hingefahren, also der Sprung hat es dann irgendwann Klick gemacht. Ich stelle mich mal ein bisschen auf die Seite. Gut, wenn ich im Menü bin, ist es nicht so schlimm, aber selbst da oben stelle mich trotzdem mal auf die Seite. Ah. Bei mir hat es Glück gemacht. Ich dachte, bevor es hier noch einen Stau gibt. Ich dachte, ich hätte den Händen mit der Aale auf den lastigen Boden verstanden, aber irgendwie auch nicht. Wer ist denn jetzt noch unterwegs? Fly High. Ich, Supernova. Ich bin auch noch Gringo, unterwegs. Der halt einfach sich nur in Mexiko auskennt. Lukas. Ich wollte gerade sagen, ich will eigentlich Luca. In Mexiko. Ja, die will jetzt ja ist ganz einfach, Gringo. Stell dir einfach vor, der Schnee ist entweder der andere Schnee oder es ist Sand. Der andere Schnee hat mich gerade. Ja. Danke. Ja, das war jetzt halt die FSK 18 Interpretation. Wir reden von Salz, oder? Ja. Ich habe gedacht, Wobei Salzseen sind ja eher Zucker? Bolivien, ne? Ja, sorry, das ist ja dann wohl mein Fehler gewesen. Ah, Schande über mein Haupt. Es ist zwar dunkel, aber doch gibt's zwei Lichter auf beiden Seiten. Au. Zwei Lichter auf bin beiden Seiten. Das ist ja wie das Licht am Ende des Schreins. Ich habe bei meinem Auto vorne auch Licht auf zwei Seiten. Es gibt ein Lied, was dieses Objekt... Sagen, wo wir uns egal, ich habe jetzt noch eine Möglichkeit. Freiheit ist in der Nähe. Ja, das war meine letzte Hoffnung. Ich sehe euch schon. Bin ich in der Nähe? Du stehst ja auch nur rum. Ja, weil ich gerade verwirrt bin. Ja, ich habe auch keinen blassen. Ist das jetzt sein Fehler, wenn du verwirrt bist? Also ich glaube, mit den ersten zwei Tipps nicht zurechtgekommen bist. Stui, ich würde, man soll ja nicht zwischengrätschen, ich will auch gar nichts dazu sagen jetzt, aber Stui, ich würde sagen, du kannst, glaube ich, den
finalen Großtipp geben, weil sonst dauert das, glaube ich, für einige echt ewig, weil manche haben echt gar keinen Plan. Wir sind in einem Tunnel. Ja, okay, das war jetzt zwar nicht das, was ich mittlerweile verstanden. Ich sehe Schienen. Ja, vielleicht den finalen Großtipp. Schienentunnel, genau. Nicht, dass ein Zug kommt. Ich war im Schienentunnel. Wir stehen in einem Tunnel. Ach so, Ach so, doch der Autobahntunnel. Ja, Vince hat ja das mit dem Tunnel, glaube ich, auch noch nicht verstanden. Ihr habt von daher. Ich war schon ein paar Tunnel. Ja, ja, ich dachte halt so, du meinst, jetzt kommt echt das mit den Schienen, weil so, da kannst du ja im bestimmten Fall einfach die Schienen abfahren. Ich fahre jetzt einfach die Schienen lang, ganz einfach, weil wenn es der Tunnel da oben nicht war, dann keine Ahnung, ich kenne keinen anderen. Ich dachte, also durch die Autobahn bin ich auch gefahren, Nico, und es hat funktioniert. Muss ich erstmal Schienen finden. Ja, wollte ich gerade auch sagen, erstmal Schienen finden. Oh Gott. Nachdem es hieß, dass die meisten schon in der Nähe waren, einem einen Punkt und es der falsche war, wusste ich halt sofort. Ja, da, dann auf eine gute Reise, ne? Traurig ist ja, es gibt ja nochmal einen dritten Schienentunnel, aber den kann man den kann man nicht befahren. Das ist der in der Stadt. Gibt's ja auch noch. Genau. Stimmt, den gibt's ja auch noch. Auf beiden Seiten quasi, aber die kannst du ja nicht befahren, leider. Den zu den Highlands, den haben ja wirklich die meisten direkt. Ja, das war das doch. Ja, das war alle in der Nähe waren. Genau. Ja, ich wusste, dass es zwei Tunnel gibt. Auf dem Weg tatsächlich nach. Also, ich bin erst im Autobahntunnel gefahren, danach halt in die Richtung. Aber dann dachte ich mir, ne, Moment, da werden schon super viele gewesen sein. Ja, genau. Wenn noch niemand in der Nähe war, dann ist das da nicht. Nee, wir waren alle so dumm, Andi. Damit musst du doch rechnen. Meine Idee war zuerst einfach mal oben der eine Tunnel da. Bei Mortimer's Garden, da bin ich als erstes hin. Welche Richtung ist das nochmal? Und der ich wusste, dass es zwei Tunnel gibt. Supernoob ist in der Nähe. Ist jetzt ein Tunnel? Genau. Lukas ist in der Nähe. Oh, er geht sogar ein Rennen durch. Ja. Ich kannte diesen Tunnel, aber. Tunnel. Ich wusste halt, wie man zu diesem Tunnel kommt. Aber ich wusste nicht, wo er genau liegt. Das wird zu sehr eingrenzen. Ja, das ist eines der wenigen Rennen, wo so eine Gabelung hat, wo man sich entscheiden kann, fahre ich außen rum oder fahre ich quasi durch den Tunnel. Habe ich aber auch erst ganz, ganz spät in der Zeit. Da vorne ist auch eine, der. Ja, du bist halt so schnell, Stuart, du bist halt immer schon Erster gewesen, hast halt nie gesehen, dass alles auch andere Routen gibt. Wenn du hast gerade einen anderen Spieler gesehen, der nicht in der Kolonne ist. Nein, ich habe einfach einen NPC gesehen und fühle mich jetzt richtig scheiße. Da kommt der Zug, scheiße. Also, Vince, du hast auf jeden Fall noch die Chance, Ledger zu werden. Wo ist denn bitte der Zug bei mir? Das ist kein Hinweis. Der Zug kam aber den Hinweis hast du schon gegeben. Also, er ist doch vor der Kreuzung. Also, mehr geht nicht. Also es ist dunkel, es gibt keinen Empfang. Genau. Der Autobahn, um es noch genauer einzugrenzen. Warte mal, der ganze Zeit an der Autobahn rum, du Affe! Es hat ja auch niemand davon gesagt, dass wir an der Autobahn sind. Wo fährst du überhaupt rum? Grundsätzlich ist in der Nähe. Gar nicht so. Hallo Luca. Genau. Luca ist mehr als in der Nähe. Hallo Luca. Habe ich mich gerade beim Lachen verstanden? Ich wusste gar nicht, dass es da so eine Gleiskreuzung gibt. Die habe ich jetzt erst zuerst entdeckt, jetzt gerade auf der Karte. Ja, weil dazu kommt da nicht über Stadt. Da freue ich mich auch schon drauf, wie sich Vince da entscheidet. Ja, es ist südlich von uns. Ist quasi da, wo dieses Baum-Dings ist. Weil eine Zuglinie geht ja über da, wo Vince jetzt gerade fährt. Und die andere geht ja nach Süden. Der Zug fährt wie will. Da ist eine Zugkreuzung, wenn du so willst. Ach ja, stimmt. Du kannst ja oben nochmal, da wo man in die Stadt jetzt von uns aus praktisch reinfahren würde, da kann man auch nur bis zu einem gewissen Punkt auf dieser Brücke stehen, ne? Und dann geht's auch in einen Tunnel, wo man nicht reinfahren kann. Ja, genau. Es gibt ja von beiden Seiten von Edinburgh gibt's einen Tunnel, wo du nicht rein kannst. Eigentlich voll schade. Vier Stück. Ja. Das hat Vince gleich vor allem auf der Karte sind die Schienen ja noch eingezeichnet teilweise. Ja. Und durch 50-50. Und es gibt Möglichkeiten, wie du halt da trotzdem hinkommen kannst, durch gewisse Map-Glitches. Ja, aber das ist ja nicht Sinn des Erfinders und so. Und das Traurige ist halt, der Bahnhof da unten ist halt wirklich sogar relativ detailreich. Ja, ja, cool, ist richtig gut gemacht. Und Fun Fact für alle Marvel-Fans, dieser Bahnhof hat man in Infinity War gesehen. Das ist nämlich genauso auch tatsächlich die Kirche. In Edinburgh, die war auch am Anfang. Ja. Also das ist mir aber so viel später erst aufgefallen. Erst wo ich Infinity War, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal gesehen habe, ist mir das so Sinn gekommen. Mir ist das sofort aufgefallen, tatsächlich. Nicht nur in Infinity War sieht man den Edinburgh Bahnhof, auch in einem anderen großen Kino-Blockbuster. Ja. Wenn's überlegt. James Bond.
In alle Wege führen nach Edinburgh, ein Film, richtig. Der erst neulich im Kino lief. Oder noch läuft. Ja. Ja gut, da bin ich halt natürlich raus, weil Kino war ich schon seit 2 Jahren nicht mehr. Entscheidet sich. War es die richtige Entscheidung? Ja, ich auch nicht. Ja, das weiß keiner, ne? Gefühlt jede einzelne... Wenn zum Kreis fahren, bringt ja auch nichts. Ja, ich weiß. Warte mal. Okay, wir warten. Soll ich eine Münze werfen? Warte mal, da hinten ist... Warte mal. Okay, I try, weil hier hinten weiß ich, da müsste eigentlich auch einer sein. Auch. Ja. Ja, aber dann kannst du der nicht sein. Also, ne? Weil bei den Millionen von Tunnels, die du jetzt schon abgefahren hast, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt genau der ist eigentlich. Ja. Wir haben eine Wahrscheinlichkeitsrechnung aufgestellt. Ja. Oh, weh. Oh, weh. Vince ist in der Nähe. Was? 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 Das kann ja gar nicht sein. Ich sehe Lichter. Am Ende des Tunnels gehe ich drauf zu. Ich sehe Lichter im Tunnel. Ey. Geil. Wer war jetzt nochmal erster? Das ist schon wieder so ewig her. Hi, ich. Cracks, ja dann, hast du schon was? Nicht wirklich, ich bin da. Ja, das ging jetzt auch so schnell rum, da hast du jetzt kaum Zeit, dir was zu überlegen. Kann ich schon verstehen. Dann würde ich einfach mal sagen, dann lose ich erstmal aus, dass alle schon mal zur Startposition gehen, dann kannst du ja danach dich verstecken. Andi, du darfst nochmal zum Strand, ich glaube, du warst vorher schon beim Strand. Ja. Flyhigh zum See, Lukas zum Strand, Mr. Gringo, Villa, nur 24 Stunden Racer, See, der Stui, Strand, Super Noob, See, Luca, Villa, wow. Nice Fiber, See, Farox, Villa und meine Eins zum Strand. Ja, guck mal, siehst du, Andi, hast du mich als keine Ahnung was. Yay. Ja, gut, und noch ein paar andere. Ich weiß nicht, ob das so der beste Ort ist, aber... Ist denn dieser Red Bull? Oh, egal. Wenn ich eins weiß aus der letzten Expedition-Ausgabe, ist, dass selbst die banalsten Orte dann doch manchmal vielleicht die interessantesten sind zu finden. Wo ist denn jetzt das Ding hier? Oh, ich komme nicht mal durch die Mauer hier. Jetzt. Gut, ich glaube, es stehen alle, deswegen, sobald du bereit Moment, bist. Ja, ich suche gerade noch, wo das Ding nochmal genau war. Ich bin's gerade selber nicht mehr. Also Leute, ich gebe euch schon mal den ersten Tipp, da liege ich ziemlich richtig. Wenn Scrax in den Himmel blickt, sieht er einen Sternenhimmel. Ich weiß nicht, hier was genau. Es ist bewölkt, ja, ich zweifle das an. Hä, bei mir ist nicht bewölkt. Bei mir auch nicht. Bei mir ist bewölkt. Bei mir ist Vollmond. Anni, du stehst Welt. Genau bei mir, du hast auch einen Sternenhimmel. Anni, jetzt die Wolken weg. Kein Scheiß, gerade habe ich keine Sterne gesehen oder ich war blind. Ja. Okay, ich denke auch. Gerade auch weg. Ich hab's, also, ich hab die weggemacht. Dann fangen wir einmal an. Einmal kräftig gepushtet und dann. Ja. Ich. Was ist der erste Tipp? Ja. Geht's los? Ja, gut. Ich bin da und da. Lass dir Zeit. Du sitzt in einem Mercedes. Ja. Das ist korrekt. Ab nach Stuttgart. Nach Stuttgart. Ja. Ich stehe an einer Straße. Das ist super, das. Da bleib ich jetzt gerade stehen. Ich bleib hier. Wow, toll. Sag jetzt bloß nicht, dass das auch noch Schnee bei dir ist, ey. Das wäre ja übel. Na, stimmt, das ist der erste Tipp. Es liegt kein Schnee auf dieser Straße. Ist das jetzt dein Ernst? Ja, gut, das bringt mir jetzt auch nichts. Da kann ich auch stehen bleiben. Ungefähr zwei, ich mach den Kofferraum auf, wir spielen Mau Mau. Ja, was war ich hab okay, eine bessere Idee. Mir stehen Kofferraum mit Kofferraum, dann können wir das sogar haben, mehr Fläche. Ich muss mal gucken, was hier alles in der Nähe ist. Ja, lass dir Zeit. Wir können ja auch ein bisschen Autoquartett spielen. Oh, bei mir habe ich dich noch nicht berührt, tatsächlich. Ja, ich habe einen Klonk gehört. In der Nähe sind keine großen. Oder. In der Nähe ist eine Fläche für ein bestimmtes Format. Oh. In der Nähe ist eine Fläche für ein bestimmtes Format. Ich fahr jetzt einmal irgendwo hin. Komm. Ja. Ja, ja doch, damit kann man schon was anfangen, auf jeden Fall. Ja, eine Fläche für ein bestimmtes Format. Also Multiplayer-Format, wenn ich nachfragen darf. Ja. Ich weiß es nicht, ob das so offensichtlich das war. Der nächste, aber... Ja, man versteht es, aber. Mich. Also ich glaube, wenn man es verstanden hat und richtig interpretiert hat, und keiner weiß, was ich interpretiert habe. Das Problem ist, ich interpretiere immer meistens zu kompliziert hinein und deswegen mache ich es mir jetzt nämlich unnötig schwer. Aber dann geh mal die Formate durch. Nein, bin ich nicht mehr. Das ist eine Lüge, dass ich da voll dagegen gebrettert bin. Also ich sage jetzt einfach mal, es gibt zwei Formate, die sehr oft kommen und da würde es dann nur zwei Flächen geben, die Sinn machen. Okay, Luca und Vince sind in der Nähe.
Oh nein. Und ja, aber sollen wir jetzt hier einfach rumfahren oder kommt da noch irgendwo? Ja, ne, hier kommt da noch irgendwas. Ja, du sollst ihn finden, verdammt. Ein bisschen suchen soll ich auch noch dabei sein, ne? Ja. Deine Expedition. Was? Ihr könnt auch stehen bleiben, eine andere Chance geben. Deinem Navi zu. Wo fahre ich überhaupt hin? Ich fahre einfach mitten durch die Pampa. Gehst du noch im Pausenmenü, Krax, oder? Ich guck gerade immer wieder raus und rein. Wahrscheinlich treffen wir uns gleich wieder. Ja, früher oder später gehe ich davon aus. Es sei die Folge wird sehr lang. Oh nein. In der Nähe ist eine Driftzone. Ah, das ist ein Wand. Ist das eine Driftzone? Ich weiß es gar nicht. Ja, doch, kann sein. Okay, du 24-Stunden-Race und Fly hast ihn auch in der Nähe. Okay, ich bin scheinbar nicht in der Nähe, dann ist es wohl was anderes. Ja, wenn es das, wo ich hinfahre, nicht ist, habe ich ein Problem. Das hier nicht ist, dann fahre ich zur nächsten Fläche, die wir in Multiplayer-Formaten manchmal haben. Ist auf der Straße oder an der Straße oder in der Nähe der Straße? Das war mein erster Tipp, aber okay. Du stehst auf einer Straße. An einer Straße. An. Oh, Track Grace mit an. Boah, ich dachte gerade, was hat der da? Das war auch ein anderer Spieler. Hallo. Hallo, Scheißteil. Das hier ist keine Straße, oder? Nee. Ach Mann, ich will dich finden, ich hab so ein cooles Rätsel. Komm, mir vor. Ich hab so ein cooles Rätsel. Hä? Ich weiß genau, wo er steht. Aha. Okay, ich weiß. Hey, was soll? Nein! Geh weg! Verpiss dich! Nein! Aber hier steht er nicht. Hier steht er nicht. Nein! Na, da war was, da aber wir beide hatten genau denselben Gedanken. Aber hier steht er noch nicht. Okay, ich hab ein Problem, er ist hier nicht. Da hat mich einer gefunden. Ich weiß jetzt gerade leider nicht, wer das ist, aber ich glaube, er fährst du rum, oder? Kaya muss ja stehen bleiben. Fly heißt in der Nähe, Luca ist in der Nähe. Ja, ich such dich ja. Du ist in der Nähe. Wer hat dich denn gefunden? Barox. Das wäre ich. Ah. Ich wusste das. Wie kann ich denn nicht in der Nähe sein? Das verstehe ich nicht. Ja, ich bin auch noch nicht in der Nähe, was ich auch noch ein bisschen. Ah, ich glaube, ich bin. Nähe. Oh, ich hab zu stark abgekürzt. Ja, ich scheinbar noch nicht, verdammt. Ich bin die ganze Zeit in der Nähe, aber ich find's nicht, hä? Bestimmt das Format. Halt die Schnauze. Aber wenn man nicht mehr in der Nähe ist, wird's auch schon mal getan. Also, du bist die gelbe Lackierung, ne? Weiterer Tipp, ganz cool irgendwie. Aber die gelbe Lackierung ist richtig, oder? Ein weiterer Tipp, es ist in einem, ja, kann man das als Dreieck bezeichnen, das, die Formation der Straßen hier? Ja, geht so. Ist auch noch ein anderer, der auch wohl nicht in der Nähe. Hä? Was nochmal, du ein Dreieck? Hallo, ey. Ja, das sind wir jetzt ein Dreieck. Diese Straße bilden, wenn man auf die Map schauen würde, mit ganz viel Fantasie ein Dreieck. Aua. Hä, aber da war ich doch gerade. Ich betone nochmal mit ganz viel Fantasie. Der ist, glaube ich, ein bisschen verwirrend. Also. Mein Format startet. Ja. Das ist hier. Aber da ist es ja scheinbar nicht. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, wo er steht. Nur da steht es, der Tipp so dumm. Also ich sag mal so viel, ich stehe im westlichen Abschnitt der Stadt. Hä, und ich bin immer noch nicht in der Nähe, willst du mich verklacken oder was? In der Stadt, hä? Du, westlichen Abschnitt. Hey, du bist im Nordosten. Ja, ist doch scheißegal, ich bin in der Stadt und dann bin ich immer noch nicht in der Nähe. Also, ja, das ist halt lost. Oh. Die Straßen bilden ein Dreieck. Also hier ist ein Dreieck. Ja, weil du halt sagst, zum Beispiel, du sagst selbst, dass diese eine Fläche in der Nähe ist. Ja, aber wenn du sagst, der Startpunkt ist in der Nähe und es gibt in der Stadt nur einen Startpunkt und dann bin ich, und da war ich jetzt schon zweimal und du sagst immer noch, ich bin da nicht in der Nähe, dann kann ja die Fläche nicht in der Nähe sein. Sorry, ich bin im Front. Es gibt noch andere Formate. Ach, Raid. Ja. Ich habe jetzt sehr viele Mercedes um mich herum. Bin ich jetzt in der Nähe oder nicht? Aber nicht in der Stadt. In der Nähe, Pascal, Freihai. Jetzt gibt es eine Fläche, die Lukas, in der Nähe ist. Ray 24-Stunden-Racer. Ray kommt jetzt auch in die Nähe. Der Einzige, der nicht in der Nähe ist, ist Liko. Wo soll's denn sein? Die Erklärung bin ich jetzt gespannt. Ich will eigentlich noch einen Tipp, weil es hilft mir halt gar nichts und anscheinend allen anderen gerade auch nicht. Mit viel Fantasie ist das hier ein Dreieck. Ich stehe an einer Straße, die bei einem Format nicht erlaubt ist.
Und oder Tipp hast du an vor Driftzone. Also, naja, sagen wir, wie es ist, wenn man CVR CVR Most Wanted und CVR zusammennimmt, ist alles erlaubt. Lukas, stell ich mal schöner hin, sonst sieht man in einem bestimmten blöd. Format. Ich würde gerne mehr kommen. Wo startet denn hier noch ein Format? Also, ich glaube, Nico hat. Okay. Ich nehme alles zurück, Entschuldigung. Jetzt habe ich es auch kapiert. Ach, um Gottes Willen. Na, hoffentlich. Weil aber dass ihr dann direkt auf dieses Format gekommen seid, das finde ich schon sehr krass. Also hier war ja, ich schon ein paar Mal. Es gab immer eine große Frage. Im westlichen Teil der Stadt? Im westlichen Teil der Stadt, Nico. Wo bist du gerade unterwegs? Nice Fiber, hier war ich schon. Ich weiß nicht. Aber du stehst an der Straße, hast du gesagt, ne? Ja, an der Straße. Lass zusammenfinden. Aber hier ist auch kein Dreieck. Ich weiß nicht. Ja, Blatzer, ihr Gerät ja, jetzt kommt der Chef, weiß, wo es ist. Oh, oh ja, Gott. Genau. Ui. Da kommen uns drei entgegen, aber das ist die richtige. Ach, ich spawne sich gerade. Ich fahr mal der Menge nach. Ja, ist so. Wollte ich gerade sagen. Ich hatte noch jemand nicht im Pausen. Hä, alle sind an uns vorbeigefahren, dann war keiner von euch draußen, ja, ne? Doch. Moment, ich stell mal meinen Arsch. Ja, nee, ja, scheinbar ja nicht. Alle können ja auch nicht vorbeigefahren sein. 24 Stunden Racer schon wieder immer noch nicht. Ich bin jetzt zweimal vorbeigefahren. Jetzt drehen alle wieder um. Warum? Weil ihr dran vorbeigefahren seid. Ja, aber anscheinend sind wir vorbeigefahren. Ja, aber ich wahrscheinlich stehen sie vorne an der Kreuzung. Ja, aber ich bin jetzt zweimal vorbeigefahren. Ich glaube, keiner stand da. Vector. Niemand stand da. Ich bin dreimal hier vorbeigefahren. Vorbei? Ja, ihr seid vorbei, alle dran vorbei. Ja, man sieht uns wahrscheinlich nicht. Das, der ist da. Ja, also es gibt hier einen so blöden... Wie Fantasie ist das? Oh mein Gott, ist das euer Ernst? Ist das wirklich euer Ernst? Da, wo dieses eine Schild drin ist, oder? Ja, aber das ist... Alter, ja, stimmt, ah, ja. Steht auf unserer Fläche ein Schild. Ja, wow, aber das ist Schmarrn. Da hat man nicht gesehen, da fahren wir ineinander. Ja, ich dachte, du stehst auf einer Straße. Ich steht ineinander und man fährt hier vorbeigefahren, hab nach links alles abgeschaut und ja. Da war niemand. Ja, das ist Schmarrn. Ja, du musst halt hier nochmal reinfahren. Ja, das war ist so wie die Geschichte mit dem See. Ja, das ist halt, sorry, ich bin ja fünfmal vorbeigefahren und das sieht man. Vince, das hier ist nicht competitive. Ja, ich seh schon. Also ich sage mir mal so viel. Das war das Ziel jetzt hier, oder was? Kommt ja, noch nicht hier drauf. Ist es, ja. Also da, wo der kleine Haufen in der Einfahrt steht. Ja, ich habe auch keinen Plan mehr, wo was hier sein soll, weil ich bin jetzt die ganze westliche Stadt durchgefahren. Ah, okay. Nico, östlich der Stadt. Alter, am ist Flugplatz war ich auch. Südosten, Teil der Stadt. Du warst doch ja, also, bei weitem. Jetzt nochmal. Ich habe auch ein bisschen Feuer reingegeben. Ich entschuldige mich auch nochmal an der Stelle. Aber, Mann, es ist halt kalt draußen. Da muss man sich ein bisschen aufwärmen. Also im Spiel ist es kalt draußen. Deswegen jetzt mal wieder ruhig und wieder zurück zum Format und alles easy. Das war jetzt halt ein bisschen Missverständnis. Ich habe auch nicht an das Format gedacht. Weil halt Stewie direkt gesagt hat, so, ja, jetzt überleg mal, da kommen ja quasi nur zwei Formate mehr oder weniger in Frage, so nach dem Motto. Und dann dachte ich halt, ja gut, es gibt ja nur zwei große Formate. Das jetzt dann natürlich ausgerechnet das hier ist, was hier ist. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich habe tatsächlich direkt an das Format gedacht, nur nicht daran, dass das... Das Problem ist halt... Bin ich der Letzte, der unterwegs ist? Nein. Du und Andi. Nein, das Problem ist halt, ich versuche halt gerade ein bisschen... Ich weiß nämlich, welches Format es ist und ich bin auch zu 100% schon darüber gefahren. Ich versuche gerade ein bisschen logisch nachzudenken. Also pass auf, wir haben ja... Es startet in der Nähe, von der Fläche, wo ein Format startet. Da Stichwort ist Fläche dabei. Richtig, genau. Das heißt, ich hätte jetzt gedacht an das eine Format, was wir nicht allzu oft bringen. Yeah. Was wir vor allem, ich glaube, der goldene Tipp ist, glaube ich, wenn ich den ergänzen darf, das Format findet niemals in dieser Jahreszeit statt. Richtig, genau. Das hätte ich von Anfang an. Dann steht ihr aber an einer Straße, die in einem gewissen Format, wo ich von regulären CVR ausgebe, nicht erlaubt ist. Das ist nicht ganz richtig. Doch. Ja, nicht mehr. Ja, also ich sag mal so, vergiss diesen Tipp, geh auf den zweiten Tipp, den er direkt gesagt hat. Das war das, was er direkt danach gesagt hat. Soll ich ihn nochmal wiederholen? Oh, das, Alter. Der zweite Tipp die Driftzone. Ist eine Driftzone. Genau, er steht an der Driftzone. Ja, guck dir die Driftzone an. Ja, das mit der Driftzone war wirklich ein guter Tipp. Ja, das sonst wäre ich auch, ja. Glaube ich, ewig nur in der Stadt rumgefahren, weil ich einfach von CVR ausgegangen bin. Dachte, ja, Fläche, okay, da bin ich halt, oder CVR. Da bin ich halt, also dann, ja, bin ich halt gar nicht hingefahren, weil das ist ja noch erlaubt, was da ist. Oder wo ihr da steht. Genau, ja. Ich wusste nicht genau, ob es noch erlaubt ist, deswegen habe ich ja... Naja, es ist erlaubt, man muss halt nur quasi genau an der Unterführung, muss man quasi umkehren. Man darf nicht weiterfahren. Was steht hier oder was? Jetzt wäre der vorbei. Ja, Nico. Ja, schön, dass mir gesagt wird, dass ich in der Nähe bin. Ich hab doch gesagt, dass du in der Nähe bist. Ja. Jetzt ruhig. Es ist ein bisschen eskaliert, aber das ist ja auch okay. Wir sind alles Menschen und wir alle wollen halt
wir wollen halt rechtzeitig zum Tee kommen, ja, wo uns Crax hier eingeladen hat. Nur, dass du dich da so in der Auffahrt versteckst, das, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Deswegen sind wahrscheinlich auch alle vorbeigefahren. Ja, ja. Nicht nur einmal. Nur Farox nicht. Nur einmal. Ja. Gut. Ja. Gut, alles cool. Wer war denn der jetzt der Erste? Farox. Das wäre mal eins gewesen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich los nochmal schnell aus und diesmal versuchen wir alle mal ganz cool zu bleiben, so wie das Wetter hier. So, also Andi startet. Wie kann das anders sein? Du weißt wo. Fly High am See, Lukas am See, Vince am See, nur 4-2 Stunden Racer am Strand, Stuy am See, Scrax am See, Super Noob an der Villa, Luca an der Villa, Nice Viber an der Villa und ich darf zum Dorf. Ja, hier stand ich heute schon mal. So. Ja, schon zum dritten Mal für dich. Das kann, kann ich mir sogar gut merken. Also so hitzig wie jetzt war es letztes Mal nicht. Das merkt man macht es schon zum zweiten Mal. Der Anspruch ist bei manchen gestiegen. So, aber jetzt cool. Und Farox, du darfst, sobald du bereit bist. Ich bin bereit. Alleine. Wie ist los, Kollege? Mein erster Tipp lautet, ich stehe im Wasser. Man. Okay. Das hatten wir schon mal. Ja, okay. Egal, ja, wo ich hinfahre, kann überall stehen. Ja, das ist halt das Problem, ja. Also, das kann aber wir haben Winter, das bedeutet, es ist nicht mehr so viel Wasser zu tun. Ja, so viel zugefroren ist aber es ein bisschen Winter. Es ist hier eigentlich quasi Wasser, nur der See und der Fluss zu und da kannst du sowieso dich nicht reinstellen. Ja, und die meisten anderen kleinen Flüsschen sind alle halt nicht zugefroren. Ja, genau, genau, das meine ich, ja. Und jede Pfütze auf dem See. Ja, wahrscheinlich steht da einfach nur ein Wasserloch in irgendeinem. Aber da müssen wir halt mal den nächsten Tipp abwarten. Ja, nicht auf nasser Straße. Ja, verdient. Kind, Straße ist aber nass. Da kommt ein Benter angeflogen. Ich fahr da einfach jetzt das Wasser ab, auch wenn er hier wahrscheinlich langsam, nicht ist. Puh, ja, ich fahr jetzt auch mal auf gut Glück irgendwo hin einfach. Ich hol dich ein, gibt ja auch keinen Sinn, dann 10 Minuten da zu stehen. Wahrscheinlich halt unter einer Brücke oder so. Was, bin ich? Was? Andi ist in der Nähe. Ja. Andi ist, ich weiß, wo Andi gestartet ist, also fahr ich mal ja. an. Aber das. Was? Wo ist Andi gestartet? Bitte, was? Wo, weshalb, wieso, wo, wann? Überleg mal, wo du gestartet bist, was da auf deiner östlichen Seite ist. Vielleicht steht er da ja irgendwo einfach mittendrin. Ah, lol, Oid, Oid, das ist doch hier irgendwo. Warte mal, wo ist Andi gestartet? Ich hab sie. Ja, das ist jetzt ein Tipp, den kann ich dir vielleicht geben. Ich weiß es, Gott sei Dank noch. Den siehst du, wenn du das da Video anschaust. Ja, komm, das ist fair, ist für alle. Andi ist auf jeden Fall auf der Hauptmap von Horizon 4 gestartet. Er ist nicht bei Fortune Island gestartet. Danke, danke für den Tipp. Aber die Reise zu Fortune Island ist gar nicht so weit weg von ihm. Also in San Giovanni. Korrekt, was? Also Lego Island. Okay, danke. Du hast ihn gefunden, als ob so schnell. Nächster Tipp, bitte. Andi hat ihn gefunden. Das reicht. Das reicht mir vollkommen. Soll ich als Tipp meinen Startpunkt geben? Wäre das okay für dich, Farox? Habe ich doch gerade gemacht. Hast du doch nicht? Ja, doch, hat er. Doch, habe ich gemacht. Ja, gut. Der Fairness halber. Aber du kannst es gerne auch noch mal präziser formulieren. Ich habe es ein bisschen umschrieben. Ich glaube, es hat eh jeder kapiert. Nee, wird gecallt, ob man in der Nähe ist? Verloren Männer. Merk schon, die heutige Ausgabe ist die Schmoll-Ausgabe. Alle am Schmollen. Aber ich bin heute auch nicht. Also, ne, ich will mich da nicht rausnehmen. Ich habe auch gerade vorher richtig schön Feuer reingekippt. Weil ich einfach so fest von Wheels bin und oder CVR sagen. Ausgegangen bin und an Isetta war halt gar nicht mehr gegangen. Das Problem ist, ich bin an Isetta mal vorbeigefahren und dann hieß es nicht in der Nähe. Also, dass ich nicht in der Nähe bin. Und nee, weil du auf dem falschen Feld warst, Nico. Ich war an Isetta mal sofort, weil ich das Thema Fläche gehört habe. Weil der Fläche hat er so bewusst. Ja, aber weißt du, bei CVR ist es ja auch eine Fläche so, weißt du? Oder beim Flugplatz ist ja auch eine Fläche. Aber ist jetzt ja. Aber das Format halt so stattfindet, das. Ja, ja, ist ja okay, alles gut. Ich meine, ich habe sogar gesagt, dass es da stattfindet. So. Super Noob und Nice Fiber sind in meiner Nähe. Schade. Super Noob und Lukas sind bei mir in der Nähe. Nice Fiber, ich will zuerst. Also, ich glaube, da alle wissen, wo es ungefähr ist, glaube ich, braucht es auch gar nicht weiter groß weitere Tipps, oder? Weil man auch so finden wahrscheinlich. In meiner Nähe ist eine Offroad-Driftzone. Langweilig, was? Einmal standest du im Wasser? Nee, du standest im Wasser. Im Wasser steht er.
Ja, ich stehe im Wasser. Ja, oh, ich kann Offroad drücken. Nico, glaub mir, sind schon fast schon zu weit. Ich weiß, was für ein Wasser er, glaube ich, meint. Glaub mir, sind fast schon zu weit. Was sagtest du, eine Offroad-Zone? Eine Offroad-Drift-Zone? Wenn es komplett aus der Welt einwandert. Ja, das ist gleich auch zu weit. Weil hier kommt gleich keine Offroad-Drift-Zone mehr. Gerade überlegen, gibt es da eine Offroad-Drift-Zone? Es dauert ja noch eine halbe Stunde. Ich bin eine Offroad-Drift-Zone. Problem ist, ich mach so wenig Drift-Zone, als dass ich halt nicht mal eine dir jetzt sagen könnte. Ich hab halt auch gerade keinen Plan. Also, aber ist egal, ich weiß ungefähr das Gebiet, dann gibt's ja noch ein bisschen Wasser und dann findet man das schon. Ja, ich weiß, Wasser ist auch wieder weg, oder? Also Wasser habe ich, wo ich gerade bin. Ja. Ah, okay. Ich bin nicht wirklich aus dem Bereich draußen, weil ich voll gerade im Wasser. Offroad-Drift-Zone habe ich auch. Oh nein, da geht's nicht hoch. Oder geht's da hoch? Da geht's hoch. Nice, da kann er alles, der Geländewagen. Ich muss ehrlich sagen, das ist ganz schön interessant, so früh sich angucken zu können, wo die anderen rumfahren. Also, Wasser, fuck. Boah, ich selber nicht sehr, aber ich bin jetzt. Du hast ja gesagt, du stehst im Wasser. Ist einer von euch aus dem Pausenmenü draußen? Ja, ich hoffe es mal, dass einer draußen ist, sonst ist es schwierig. Also soweit Leute auch in Sichtkontakt sind, gehe ich raus. Ich bin einer. Ja, ist doch irgendwo. Müsste es doch anfangen. Bin ich nicht wieder in eurer Nähe? Ja. Hier ist die Quelle. Einfach jetzt die Scheiße hier abfahren. Bin ich wieder in der Nähe? Kann nur das hier sein. Alles andere. Ich bin raus. Alles andere macht keinen Sinn. Das dachte ich auch nur, wenn ich drei Wasser habe. Doch, da steht doch schon was. Jawohl, steht doch schon was. Ja, siehst du. Habe ich doch richtig gedenkt. Shit. Au. Scrax kommt in die Nähe. Ja, ich gehe raus, sobald jemand in der Nähe ist. Also, Scrax ist in der Nähe, aber ist noch nicht so nah, als dass ich jetzt Angst habe. Ah, da ist auch nochmal so ein Ding. Okay, den hätte ich jetzt gar nicht gekannt. Hey. Aber den war mir. Wie weit? Hä? Fast, im Leben steht ihr so weit von der Driftzone weg. War halt mega verwirrt, als ich halt random hier rangefahren bin und dann gesagt, boah, ja, du bist in der Nähe. Ja, stimmt, Problem von dem da, wo du gestartet bist, wäre ich auch erstmal wahrscheinlich. Hä? Ich habe das Gefühl, Richtung, dass ich an der falschen Stelle bin. Ich habe eine Offroad-Drift-Zone und bin am Wasser. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ich wollte eigentlich hier hinfahren. Und bei mir hieß es auch schon, ich bin in der Nähe gewesen. Ja, genau. Also irgendjemand ist jetzt gerade zwei Mercedes entgegengekommen. Ja, da ist gerade links. Ja, da war ich gerade. Da in der Brücke war ich gerade. Genau, da unten drunter. Hier. Nur falls ich es möglicherweise überhört habe, war ich schon in der Nähe oder habe ich es einfach nur nicht mitgekriegt? Du kommst jetzt an die Nähe. Moin. Okay, ich dann in der Nähe? Nee, dann war ich. Ich gebe euch mal einen Tipp für die Wissenschaft. Also nicht jetzt direkt zu dem, weil das ist Faroks Aufgabe. 71% der Erdoberfläche bestehen aus Wasser. Denkt mal drüber nach. Warum ihr vielleicht im falschen Gewässer sein könntet. Ja, bei mir ja dann auch, weil keine Ahnung, wo ich dann jetzt bin. Faroks, bin ich noch überhaupt in der Nähe? Den Weg folgen sollen. Mit großem Abstand. Außer du bist hier in dem Wasser drin. Alter, was springt da rum? Hallo, weißt du, wo es hingeht? Luca ist jetzt dann auch im Bereich. Ja, hier fahre ich seit 5 Minuten lang, aber da kommt ja nichts. Ich bin wahrscheinlich nicht in der Nähe, oder? Au. Das war ein Zug, glaube ich. Dieser Zug kommt. Also Stuy und U24 schon Racer und Supernoob ist auch schon mal. Einer Straße, ich bin doch den Fluss schon entlang gefahren. Kannst du nochmal wiederholen, weil da. Ah, hier ist auch Wasser. Parallel das zu einer Straße mit einer Blitzerzone in der Nähe. Ja, ich glaube, ich fahre gerade durch. Ich habe die Wasserstelle gefunden. Ich bin jetzt auch am richtigen Wasser. Da kommt ein Stuhl. Ein Stuhl. Ich hoffe, ich bin nicht in die falsche Richtung gefahren. Oh, ich muss gleich draußen bleiben. Da kommt nochmal einer. Ich finde Flüsse, die ich davon noch nie gesehen habe. Beruhig dich, hier ist genug Wasser für uns alle. Okay, wollte gerade sagen. Bin ich wieder weg oder immer noch da? Ja, das war gar nicht die Quelle, das hat einfach nur aufgehört, das Wasser sehe ich gerade, weil da geht es ja noch weiter. Ah, ich bin da. Ja, die Quelle. Nein, Nico, das gibt ja gar keinen Sinn. Die Quelle geht in beide Richtungen, kann das sein? Ja. Weil das geht, ihr muss ja in die und in die gehen. Geht nee, sag bitte nicht. Oder geht die vom. Nee, das kann ja gar nicht sein. Da so rum kann es ja gar nicht funktionieren. Ja, aber fahr mal. Sie kann auf jeden Fall nicht von. Die Offroad-Blitzerzone ist schon ein gutes Stück weg.
Nee, nee, eben, der kann ja nicht hoch, kann ja nicht hochfließen. Das ist das Nächste, was es gibt in der Nähe. Ja, die Endsatzzone. Aber Moment, aber wenn es vom Östlichen kommt, funktioniert dann der Schwerkraft auch nicht. Nee, es geht genau da, wo Luca ist, müsste die Quelle sein. Genau, weil ich bin nämlich genau da gefahren. Ja, nee, weil ich bin nämlich genau da gewesen. Ja. Du warst nämlich trocken und dann wurde es auf einmal nass. Aber das geht jetzt. Aber es geht in beide Richtungen. Boah. Das ist nämlich, also quasi, das ist eine Quelle, die in beide Richtungen fließt. Einmal suchst du einen ganz kurzen Weg Richtung. Und ich einmal Richtung. Mal den, da ein bisschen entlang fahren. Aber ich glaube, ich schwimme in die falsche Richtung, glaube ich. Ja, oh. Du bist auch nicht mehr in der Nähe. Ja, perfekt. Das Ding ist, wo. Ich glaube, das darf ich auch weiter. Ich könnte mal einen großen. Also immer weiter, ja. Irgendwann kommst du auf der anderen Seite wieder raus. Ich habe mich gerade dreimal überschlagen. Ah, ja. Was das Meer mit der Flussstraße verbindet. Leute, seid mal bitte leise. Pharos gibt euch nochmal gerade einen Tipp. Ich stehe im Gewässer, welches das Meer mit dem Fluss verbindet. Boah, das ist ein gut, das ist ein starker ist Tipp. Gut, also ich sag jetzt mal Staufluss, weil ich glaube, dass wir im Fluss stehen, ist glaube ich allen bekannt. Es ist ich bin 100% sicher, dass dieser Fluss von dort nach dort geht. Wind, ist alles gut bei dir? Er ist in der Nähe. Ich bin Lukas versorgt. In der Nähe. Den Meer mit dem. Einer ist aus dem Pausenmenü, also müsst ihr uns sehen. Bitte nicht hier vorne. Oh, bitte nicht da unten, oh Gottes Willen. Oh Gott, was ist denn das hier für ein Fluss, Alter? Ach, das kann doch nicht sein. Was? Ich fahr hier 5 Minuten wie so ein... Ich fahr gerade von einem Fluss weg und jetzt... Oh Gott. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wo hier Wasser sein soll. Oh, Vince. Ja, ich wollte gerade sagen, ich fahr irgendwo. Was willst du? Beweg dich ja wenigstens mal wieder. Ich habe die ganze Zeit bewegt. Herr Wind, wo ist Winz? Winz ist doch schon längst da. Nee, geh mal nach Norden mit der Kamera. Geh mal nach Norden. Willst du mich jetzt verarschen? Als ob da oben noch einer rumfährt! Ja doch! Das passt da oben alles zusammen! Nochmal, Winz. Am Strand gestartet und er war direkt am Ziel. Da kann er wohl nicht am Güterbahnhof sein. Was ist das für ein Lommel noch? Er ist Ich hab schnell meine Ektasetio und ich bin meinen Eingang getrieben. Ja, what the fuck, ich bin gerade den ganzen Fluss entlang gefahren. Ja, Skraxa ist. Es gibt aber mehrere Flüsse. Ja, ich wäre im Strand gefolgt. Ich glaube, Skrax warst du bei der Nähe. Ich finde den anderen Fluss nicht. Ich find Lukas 370Z einfach richtig Baba. Der hat gerade den besten Weg. Ja, Lukas macht's das gut. Das ist auf jeden Fall der Fluss, der den ganzen Kram verbindet. Es ist auf jeden Fall der sicherste Weg, ja. Das stimmt. Also, wir haben dann schon, sind auf der richtigen Spur, aber ja. Ja, aber so ein Fluss ist halt auch verzwickt. Das ist das Problem. Hä? Das war ein Wortspiel. Ich wusste aber auch tatsächlich nicht, dass da nochmal ein Fluss ist. Also das wie ich bin. Ich dachte tatsächlich, das wäre der einzige Fluss. Doch, hier ist jetzt dieser. Ja, ich dachte, da wo wir jetzt sind, dachte ich auch, das ist der einzige, den es hier gibt. Aber da ist ja nochmal parallel nochmal einer. Das wusste ich gar nicht. Wollt das ja, da gerade oben, wo die ganze Zeit alle rumgefahren sind. Jetzt noch mal, das sind 3 Flüsse sogar. Achso, doch, da bin ich schon ein paar Mal reingeflogen. Ist sogar 3 Flüsse. Ja, mehr oder weniger sind es sogar 3, ja. Wobei der eine ist ja nicht der Rede wert. Aber wenn Vince jetzt noch vor euch da ist. Das wäre schon. Ja, das wäre schon. Disrespect. Mama, das ist jetzt die dritte Suche heute, ne? Da waren wir letztes Mal, aber letztes Mal effizienter. Ne, die vierte, dritte? Ich zieh die Elo runter. Ich kann versuchen, eine ganz schnelle zu machen, dann noch. Naja, alles gut. Mach's dann was das nächste Mal wieder, wenn wir das nochmal machen. Also an die Zuschauer, wenn ihr da mal drauf Bock habt. Oh, nee, gerne Feedback. Hier bin ich schon mal hochgefahren. Lukas kommt in die Nähe. Bugs auch. Ja, Scrax ist in der Nähe. Der ist die ganze Zeit schon in der Nähe. Ich dachte, ich bin schon die ganze Zeit in der Nähe. Ja, mal mehr, mal weniger, ne? Jetzt hat aber der El Vinco den Turbo gezündet, ey. Ja. Jetzt auch mal in der Nähe. Schafft das ja wirklich noch vor Flyer. Keine Ahnung mehr. Da rennt die E-Klasse. Sehe ich nur, dass sich die Kamera bewegen muss. Kombis kann ich halt. Oh Gott. Was ist denn das für ein Kombi? Komm mal, komm mal los. Ach, jetzt muss Vince nur den richtigen Eingang noch finden dann. Weiß ich, Flyer als Tipp, wir stehen nicht hier. Wenn er weiß, wo wir stehen. So, da steht der nächste Platz. Hier steht nicht was? Wir stehen nicht im Meer. Hier stehen mehrere Menschen. So. Aber da das ist wir auf stehen, jeden Fall die sichere Route.
Vince macht noch schnell vor Saturn. Na. Ja. Von der Fortune Island. Da vorne kommt was. So. Oh, endlich. Rex, oh, Gott. Na, vielleicht schafft Andy doch noch eine schnelle Runde. Mal gucken. So, es ist noch Fly High gegen ich habe halt leider Zweifel, dass... Ja, von links bin ich gekommen, stehen, deswegen, also ich keine Ahnung, will. Dann hier hoch. Ja, ja, ich machen wir nächstes Mal. Ja, gut. Wie, ich überlege mir dann einfach einen Ort, der eine Stunde dauert. Ja, vielleicht machen wir es auch mal in einer anderen Jahreszeit. Ist vielleicht auch ja, da kommt eh ein cool. Tunnel, der verschlossen ist. Was ist das denn? Ja, deswegen... Wir machen das nach dem Jahreszeitwechsel. Ich stelle mich aber vorher auf die Insel im See. Es gibt da unten eigentlich zu viele Flüsse. Ja, ja. Wind ist auch ein Fluss. Aber ich war mal ein bisschen weit weg von den Fahrzeugen. Nicht, dass ich immer wieder geghostet bin bei den Fahrzeugen, für die anderen. Ansonsten darf Farox, wenn er noch Tipps hat, hau raus. Wird langsam kritisch, aber... Kannst Vince einen Tipp geben? Aber eigentlich gibt nicht viel in der Nähe. Ja, du kannst aber Tipp... Ich stehe in keiner Verzweigung des Flusses. Das ich war jetzt noch ein Tipp, der hat nicht weitergeholfen. Ja. Ich hätte einen Tipp für dich, woraus du vielleicht einen Tipp machen kannst. Oh ja. Tipp Schaurennen. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Genau, ich bin am Ende des Halo-Schau-Events oder auf dem Weg. Nein. Zu Flyer kommt aber näher. Aber das ist der andere. Das ist der Ja, wenn ich immer näher. Ich kann seine Biene noch entlang gefahren, du Arsch. Das ist der falsche. Auch einen. Ja, aber ist halt in der Nähe, ne? So. Also, ich bin die ganze Zeit am Hupen, dass man mich nicht mehr hört. Ich würde eher sagen, Stichwort. Ende der Welt. Ja. Das verstehe ich jetzt nicht. Naja. Ach so, ah doch. Ja. Ja, ja. Doch. Es geht schon darum, dass die Erde eine Scheibe ist. Ja. Nein, es geht darum, dass die Erde Begrenzungen hat. Ja. Eine Scheibe hat Begrenzungen. Ja, sage mal. Ach, Fly High. Ob du es jemals findest. Nee, ich glaube nicht. Jetzt ist es gerade auch schon, wird es ganz kritisch. Oh. Oh, da kommt jemand. Oh, da. Manchmal kommt es halt doch unerwartet. Noch ein Verlorener. Vince, wo willst du eigentlich noch hin? Also, Vince fährt gerade wieder von uns weg. Ja. Probier mal die Map-Grenze abzufahren. Irgendwann die ist aber nicht da. Lass die Tipps bitte, Farox. Versuch mal, mehr dich an Flüssen aufzuhalten, statt auf Bergen. Da ist ein Fluss, du. Das ist korrekt. Es ist ein Fluss. Da hast du recht, aber es verbindet keinen großen Fluss mit einem Meer. Welche Richtung kommt denn der? Ja, das ist der Fleische Fluss. Fleische Fluss? Der Fleische Fluss. Also konkret gesagt, um das nochmal ein bisschen vielleicht klarer zu machen, es gibt einen Stausee-Staufluss und es gibt ein Meer. Deal with it. Echt, das macht gar keinen Sinn, wie der Fluss fließt, merke ich gerade. Ja, deswegen sage ich ja, genau da in der Mitte, wo so ein bisschen dichteres Gebäume ist, da fahren wir gleich am Ende der Folge nochmal hin. Da müsste quasi die Quelle in zwei Richtungen gehen. Da bin ich auch vorher reingefahren. Ja, oder da bin ich durchgefahren. Es muss so sein, es geht nicht anders. Es kann nicht vom See zum Staudamm fließen. Wie soll das gehen? Da müsste ja dann eine Pumpe drin sein. Das gibt ja keinen Sinn. Das wäre ein dummer Staudamm. So, lass mal einen Stammdorm bauen. Ja, aber es fließt doch in die andere Richtung. Jan, das ist eine Pumpdamm. Vor allem ist ja auf dem Weg zum Staudamm ein Wasserfall, der Richtung See geht. Also, ja, eben, das meinte ich eigentlich. Ja, ja, eben. Es gibt halt, ja, genau, da dazwischen eben. Genau. Also, halt Andi hat nicht lange gebraucht. Also, kann es ja nicht so weit weg vom See, vom Strand. Ich habe Turbo gezündet, ja. Ja, ich bin hierhin über Bamberg. Vorher kommt Vince. Ach, gib's doch zu, du hast den Flugsimulator-Add-on und bist vom Flugplatz immer hierher geprubbelt. Ja, okay. Der perfekte Tipp war eigentlich an der Map-Grenze und Vince fährt schon wieder davon weg. Aber der kam nicht von Farox. Wir stehen nahe der Weltgrenzung. Jetzt kann man von Farox. Jetzt war's mir. Damit ist er auch legit. Der ist approved. Expedition approved. Ja, nee, aber das ist halt den Entwicklern nicht aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmen kann mit den Flüssen. Ja, vielleicht ist es ja so. Theoretisch oder stimmt. Kann es sein. Künstlerische Frage. Ja, kann ja sein, dass eine Quelle einfach in zwei Richtungen schießt. Warum nicht? Ja.
einmal entscheidet sich es halt auf den ganz kurzen Weg Richtung Meer und einmal sagt es, okay, wir gehen von See zu Staudamm oder beziehungsweise von Fluss zu Staudamm zum See, zum nächsten See. Aber ich glaube auch, die allerwenigsten, also wie lange haben wir gebraucht, um rauszufinden, dass das hier theoretisch keinen Sinn ergeben könnte? Also ich glaube nicht, dass da so viele Leute darauf achten. Ja, ist ja auch egal. Also sowas ist mir wirklich echt egal. Also wenn man wegen sowas Welten noch kommt rumkritisiert. Yay! So, jetzt würde ich sagen, jetzt kann endlich die richtige Expedition starten, nämlich Richtung Quelle. Alles klar, ab durchs Wasser. Die Quelle nehmen wir mit nach Mexiko. So sieht's aus. Nee, dafür haben wir extra Kombi dabei. Ja. Ja, die müsste packt dann jeder ein bisschen was ein von der Quelle. Moment, hier fließt ja noch die in die Richtung. Die ewige Quelle der Jugend. Wir können einfach gucken, welche Richtung das Wasser endet, fließt. Es endet wirklich. Und dann fängt's einmal wieder an. Ja, das ist die ewige Quelle der Jugend. Hier ist kein Fluss mehr. Ja, genau. Hier ist versiegt und dann müsst ihr hier gleich wieder anfangen. Sorry. Au. Au. Oh. Au. Ja, hier. Ja, da müsste es dann in die andere Richtung fließen. Aber auf der Map ist es angezeichnet, als wäre es durch. Fahrt mal nicht durchs Wasser direkt, bitte. Ja, muss ja. Ja, warte. Doch, das fließt. Ja, das fließt in die Richtung. Ja, und hier fließt Richtung Fluss, genau. Ja. Ah. Maggi! Nee, Wasser. Achso. Haben Sie die Quelle der Jugend gefunden? Wir immer jung bleiben? Ja, vielleicht, ja. Ja, wobei Vince ist, glaube ich, jetzt auf der Tour eher ein Jährchen älter geworden. Und was mit denn wieder raus? Auch nach fast 3 Jahren Horizon 4 findet man auf der Map immer wieder neue Sachen. Ja. Es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. So, wunderbar. Das war doch eine schöne Ausgabe. Da war alles dabei. Spannung, hitzige Wortgefechte. Ein übelst abgehobener, von sich selbst eingenommener Moderator. Also Andi, echt. Und ich versuche es mir abzugewöhnen. Und ein Vince, der, auch wenn es ein bisschen länger dauert, trotzdem am Ende zum Ziel findet. Wunderbar. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Checkt die anderen Sichten aus und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.